Filmfestspiele in Cannes. Das war immer schon ganz großes Kino. Seit der Premiere kurz nach dem Krieg mit Weltstars wie hier 1962 Alain Delon und Sophia Loren und übrigens auch Romy Schneider. Gerade hat die 72. Ausgabe begonnen und Cannes feiert immer noch das gute alte Kino. So exklusiv, dass Netflix nicht mitmachen kann in Cannes, obwohl die Firma schon Dutzende Filme produziert hat für mehr als 150 Millionen zahlende Zuschauer. Ist das noch modern? Oder hat das etwas so Gestriges wie die Ansichten von Monsieur Delon? Der soll in diesem Jahr besonders geehrt werden und allein das bringt schon einige auf die goldene Palme. Sabine Raub. Die Filmfestspiele in Cannes sind eröffnet. Für Eva Blondiot ist es eine große Chance und eine Auszeichnung, dabei zu sein. Die Kölnerin ist eingeladen von der Festspielleitung als Nachwuchsproduzentin. Es ist schön, dabei bei so viel Rummel dabei zu sein und so nah dran zu sein und so direkt vor Augen zu haben, wo es vielleicht irgendwann mal hingehen kann. Doch heute Abend sind die Scheinwerfer erst einmal auf die großen Stars gerichtet und auf die, die sich dafür halten. Der Eröffnungsfilm von Erfolgsregisseur Jim Jarmusch führt die Zuschauer in ein verschlafenes Nest. Doch hier stimmt was nicht. Ein Horrorspektakel mit Stars wie Iggy Pop, Tilda Swinton, Bill Murray. Eine Apokalypse, eine Komödie und ein schrecklicher Verdacht. I'm thinking Zombies. What? Ich finde, das ist ein Zeichen eines ganz guten Humors irgendwie, dass an der Croisette, wo das Kino so oft totgesagt worden ist, dass da ein Zombiefilm als Eröffnungsfilm läuft. De facto ist es natürlich ein großes Fest des Kinos. Und das ist so gut besetzt wie lange nicht mehr. Voller Enthusiasmus der Moderator des Abends, der Schauspieler Javier Bardem. Mit Spannung erwartet Quentin Tarantino. Vor 25 Jahren erhielt er die Goldene Palme für Pulp Fiction. Sein diesjähriger Beitrag wäre fast nicht fertig geworden. Once Upon a Time in Hollywood. Es war einmal in Hollywood mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Auf dem Filmmarkt im Untergeschoss geht es nüchterner zu. Eva Blondiot, die junge deutsche Produzentin, ist hier, um Kontakte zu knüpfen. Ihre eigenen Filme sind mit kleinen Etats produziert und eher nicht glamourös. Sie spielen in Osteuropa und Afghanistan und Blondiot sucht hier Interessenten dafür. Es ist sehr schwierig. Also in Cannes kann man mit nichts rechnen und man kann auch nicht unbedingt bei bestimmten Filmen sagen, ah, das ist ein Cannes-Film oder so. Den Traum gibt es bei jedem Film, dass er in Cannes angenommen wird, weil Cannes einfach, also Cannes macht die Zukunft. Er ist Vergangenheit und sorgt immer noch für Aufregung. Alain Delon soll für sein Lebenswerk geehrt werden, trotz seiner unverblümt rechtsextremen und frauenfeindlichen Äußerungen. Aber er kriegt ja nicht den Friedensnobelpreis. Frauen als Filmemacher findet man hier trotz anhaltender Kritik eher weniger. Trotzdem, Eva Blondiot setzt auf das Kino, auf Cannes und seine Wandlungsfähigkeit.